Voll aus der Übung, Alter. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ein kurzes Infovideo. Ja, ich lebe noch. Ich bin natürlich in der Zentrale, in der Garage, man kennt ihn. Und wie der ein oder andere merken kann, hat sich hier was verändert. Und zwar habe ich meine Beta RR50 verkauft. Sie ist jetzt endlich verkauft. Ich habe es ja schon im letzten Motovlog gesagt. Und ja, ich habe sie noch komplett original zurückgebaut. Bis auf den Sitzbankbezug, Service gemacht und dann verkauft. Zum Schluss ist sie dann so circa 50 km/h gefahren, Topspeed. Also perfekt für Führerschein-Neulinge, würde ich sagen. Genau, sie musste leider gehen, aber das war von Anfang an klar, also für mich zumindest. Und ja, hier steht die wunderschöne 125er hier von der Seite. Okay, sieht komplett beschissen aus, perfekt. Hier von der Seite. Und ja, ich dachte, ich mache mal ein Infovideo, damit man weiß, dass ich noch lebe. Ja, ein paar Sachen möchte ich noch erzählen. Wie im Community Tab geschrieben möchte ich, wenn es am Wochenende endlich mal wärmer wird, ein paar Videos mit der 125er aufnehmen. Endlich wieder einmal. Ich bin jetzt, glaube ich, schon 3 Monate nicht mehr gefahren oder so. Vor 2 Wochen habe ich mal die Kette geschmiert und die Bremsscheiben gereinigt mit Bremsenreiniger vorne und hinten. Denn hinten waren sie schon ziemlich am Rosten, also so Flugrost hat sich hier schon extrem gebildet über den Winter. Dann bin ich nur eine kurze Runde gefahren und habe sie wieder freigebremst. Sehen jetzt wieder wie neu aus. Wenn ich das nächste Mal fahre, gucke ich mir nochmal die Kette an. Bremsscheiben und Luftdruck. Getankt habe ich das letzte Mal, also sie ist komplett voll. Hier ist noch ein bisschen Gemisch. Hier drinnen. Schätze mal so 1 Liter vielleicht noch. Dann nächstes Thema. Die 50er ist weg. Ich habe überlegt, vielleicht hole ich mir noch ein Bike. Betonung liegt auf vielleicht. Die meisten von euch kennen sicher die Elektro-Bikes, Elektro-Enduros, Elektro-Fahrräder. Und zwar heißen die Suron. Die sehen schon irgendwie nice aus, auch mit dem Elektromotor und so. Du hast gleich, also sofort, wenn du Gas gibst, hast du Power ohne Ende. Da bin ich ein bisschen überlegen, ob ich mir eins holen soll. Aber die kosten neu, jetzt kommt Trommelwirbel, 4000 Euro neu. Boom! Jo, das ist schon kein Schnapper, meine Freunde, kein Schnapper. Und letztens bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und dann habe ich so zwei, glaube Jugendliche gesehen mit so Surrounds, also beide die gleiche. Und die sind herumgefetzt, also das hat schon extrem geil ausgesehen. Was wollte ich noch sagen? Falls ihr Fragen habt an mich, schreibt es in die Kommentare. Ich werde alles beantworten. Keine Sorge, Videos kommen. Ich wollte sagen, ich freue mich so extrem, wenn ich wieder mit dem Schätzchen hier fahren kann. Und ja, wenn ihr Ideen für Videos habt, die ich drehen soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gucke, was sich umsetzen lässt. Ich möchte auf jeden Fall ein Video drehen, wo wir richtig die Supermoto-Reifen testen. Also den Hartz-IV Supermoto-Umbau an seine Grenzen bringen. Da gibt es eine schöne Strecke bei uns in der Nähe. Das möchte ich auf jeden Fall probieren und ja, mal schauen, was euch so einfällt, was ich machen soll. Und vielleicht, wenn es wirklich warm ist, ein neues 0 auf 100 und Topspeed Video drehen mit der neuen Übersetzung, mit den neuen Reifen. Das, glaube ich, kommt auch ganz gut an bei euch und generell auf YouTube. Muss man natürlich immer ein bisschen gucken, was gut ankommt. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt eine neue Werkzeugbox. Digga, we made it! Stanley, beste. Meine alte ist schon gefühlt auseinandergefallen. Ah ja, ich habe hier jetzt eine neue Dartscheibe. Ideen für Videos gerne in die Kommentare schreiben. Fragen in die Kommentare schreiben. Nur ein kurzes Video, damit ihr ein bisschen up to date seid. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! If I ever said I'm never scared, just know I really mean it. I dreamed about the top, I had a vision and I seen it. If you know the work comes first, then you and I are in agreement. And it's a long haul, but I work harder than them all. So come back in 5 years and we can talk about achievement. Yeah, let me ask you something. Do you worry about achievement? Does it worry you, or do you just do your own thing and say, here it is, you either accept it or not?